Und zwar wie im Titel schon stehend und ja, LS25. Alter Schwede. Wird geil werden. Natürlich lange kein LS-Content mehr bei mir am Kanal. Ich werde wieder ein bisschen reinkommen. Vor allem jetzt haben wir ja dann Farm kommen, wo ich selber am Start sein werde. Vielleicht jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen LS-Content. I don't know, wir werden sehen. Auf jeden Fall gab es eine offizielle Ankündigung und ich möchte wieder mal einen LS-News-Playlist, beziehungsweise natürlich jetzt LS25 News. Ich weiß, 92 News habe ich ja Unmenge schon verpasst wieder. Aber es ist so trotz, LS25 geht es wieder mal ein bisschen los mit News-Videos. Farmingsimulator 25, es kommt jetzt vorbestellen. Wir fluten die Felder mit frischem Wasser, um Reis anzubauen, schicken viele neue Maschinen auf den Acker und sorgen für mehr Tiefe in vielerlei Hinsicht. Sicher haben ihr viele Fragen, aber starten wir doch mal mit LS25. Wann? Am 12. November 2024, dieses Jahr, Mitte November eben, ganz wunderbar, gibt es für PC und Mac, PS5 oder Xbox. Es gibt es natürlich, hier können wir mal kurz hier nachschauen, was hier so die Preise sind zum Vorbestellen. Hier haben wir mit 50 Acken. Wichtig. Hier haben wir das ganze plus Year One Bundle. Also wir haben hier das, da haben wir eben das plus Year One Bundle. Genau, das sind diese zwei, die es eben gibt. Apex und Expansion gibt es auch im Year One Bundle dann. Weil das ist eben das plus den Year One Extension natürlich. PlayStation 5, digital Ding. Ich würde gerne wissen, die Preise vielleicht. Gehen wir auch mal hier kurz da rein. Hoffen wir, ich liege hier nichts. Hier sind wir genauso bei 60 Acken. Hier sind wir bei 60, gut. PS 60, seht ihr ja nicht. Und hier haben wir bei 60,49. Gut, das seht ihr leider Gottes nicht wirklich, aber nichtsdestotrotz, ja. Cinematic Trailer kommen wir später gleich noch dazu. Den wir uns dann live gleich mal anschauen werden. Pre-Order und Collectors Edition jetzt verfügbar. Dann öffnen wir mal kurz einen neuen Tab. Also es gibt wieder den Farming Simulator Collectors Edition. Diesmal muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schon mal ein bisschen geiler. Also diesmal könnte ich mir schon vorstellen, dass ich es mir vielleicht hole. Wir haben nämlich einmal das PC-Game und McDonald's Pack mit am Start. Dann eben die USB den Schlüssel zum rein Ding eben. Und das Ding hier auf Englisch haben, es gibt auch ein deutsches Bild, aber gut. Dann haben wir hier das 16-Bit Retro Edition und Soundtrack CD bei Chris Hülsbeck. Gibt es hier eben mit dabei, CD-Version. CD-Brenner wieder rauskramen. Ein Schlüsselanhänger. Dann 3x A2 Poster. New Holland CR11 Gold Edition ist mit am Start. 32 Brand Stickers gibt es. Und die Modding Tutorials gibt es eben auch, die du auch extra kaufen kannst. Ist wahrscheinlich alles, bis auf halt diese kleinen Schnickschnack-Dinger, wird es wahrscheinlich nicht geben. Hierbei ist eben so Pre-Orders Ding. Die Collectors Edges sind zurzeit nicht ausgewählt, genannt Ding. Ich habe vorher nachgeschaut, die kostet circa um die 70 Euro in Österreich, also Mehrwertsteuer 20%. Sind wir bei 70 Euro irgendwas und schieß mich tot. Also ca. 70 Euro. Ihr wollt noch mehr? Das Year One Bundle erhält Farming Simulator 5 plus Year One Season Pass, 3 Content Packs und eine Erweiterung. Und das Spiel zu erweitern, sobald die zusätzlichen Inhalte erscheinen. Wie wir es schon vom LS22 gewohnt sind, haben wir hier die ganzen Sachen hier. Wir haben im ersten Quartier 25, im zweiten, dritten und im vierten kommt die neue Map. Werden wir mal schauen, wann, wie, wo, was. Ob vielleicht nicht das Ganze hier vielleicht in der ersten, Anfang zweiten, Anfang dritten und das vielleicht auch Anfang vierten Quartal ist oder wann, wie, wo, was auch immer. McDonald's Pack ist eben das. Allen Versionen würde ich, wenn es vorbestellt, egal wie, halte ich das McDonald's Pack mit 5 Highlight-Maschinen oben drauf. Nice. Landschaft in Asien und Büffeln gibt es auch. Hier haben wir auch schon mal einen Einblick. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Sprung von LS19 zu LS22 war gravierend, würde ich behaupten. Jetzt hier, ich sag mal so, hier wird es dann genau in Game-Footage, das Ganze ist designed worden. Aber dennoch sieht man auch hierbei einfach die Aspekte, der LS22 schon liefert, mit manchen Erweiterungen auch so. Halt nur verschönert, sagen wir es mal so. Heißt, ob es LS15 wirklich jetzt dieser Riesendurchbruch sein wird, auf die wir eigentlich alle warten, mit mehr Realismus, bessere Qualität und so weiter, wir werden sehen.
Möchte euch in neuen landwirtschaftlichen Herausforderungen in einer übrigen ostasiatischen Landschaft voller Reisfelder stellen? Dann los. Oder lieber ein landwirtschaftliches Imperium in einer nordamerikanischen Umgebung mit viel freien Raum aufbauen. Wir haben also nordamerikanisch und asiatisch. Ich hoffe, eine deutsche Karte wird es auch noch geben. Eine malerische Lage in Mitteleuropa. Natürlich auch. Bin ich zuvor gekommen mit Grünfeldern zwischen Teichen und Flüssen. Und Flüssen könnt ihr aber genauso genießen. Wir haben also drei wieder. Ganz normal, wie wir es gewohnt sind. Diesmal halt Asien mit am Start. Könnt ihr aber genauso genießen. Baut euren Traumhof in einer von drei verschiedenen Umgebungen. Oder halt dann Maps, die dann kommen. Irgendwann, irgendwo, irgendwas. Baut Reis an. Reis ist die neue Revolution hier beim LS25 dann. Und flutet die Felder mit Wasser. Heißt, wir haben auf Feldern Wassermöglichkeiten. Das wird schon geil werden. Vor allem, wenn man dann überlegt, vielleicht mit Mods, wenn wie starker Regen ist, dann vielleicht auch eine Flut zu simulieren und so weiter und so fort. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann funktionieren wird. Und darauf habe ich wirklich gesagt, Bock. Also ich bin mir sicher, ich werde meine LS25 nicht vorbestellen, weil ich deshalb auch wieder ein bisschen Bock, LS-Content zu machen. Also nicht jetzt Unmenge viel, aber ein paar Sachen wird es geben dann noch bei mir. Zumindest baut er zwei Reissorten, Spinat und andere neuen Feldfrüchte an. Insgesamt habt ihr die Wahl aus weit über 20 Fruchtsorten. Ein Büffel, da ist ein Büffel. Und andere Tiere gesellen sich dabei zu Kühen, Schafen, Schweinen, Hühnern, Pferde und anderen Nutztiere dazu. Neue Produktionsketten und Bauaufträge erweitern zudem eure Geschäftsmöglichkeiten. Mehr Maschinen und eure Lieblingsmarken. Wir haben hier zum Beispiel auch ein Glas. Schieß mich tot, was das ist. Hier haben wir zum Beispiel jetzt mal, würde ich mal sagen, I don't know, ob das jetzt in-game ein Ding ist, weil wir haben hier mal nicht unten stehend das, wie es bei den anderen eben hatten hier. Not actually in-game footage. Haben wir hier nicht stehen. Heißt, zwar es schaut mal ein bisschen komisch aus, aber wir kriegen auch Nebel. Das könnte hier der Nebel sein. Ein bisschen von den Einstellungen angepasst, von Qualität her vielleicht. Aber vielleicht nicht so gravierend, wie es eben bei den anderen hier sind. Da kann ich mir schon ein bisschen was vorstellen drunter. Also das wäre schon ein bisschen geil. Über 400 authentische Maschinen und mehr als 150 international Top-Marken wie Case, IH, Klaas, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und viele mehr ermöglichen euch die Land-, Forst- und Viehwirtschaft. Ob ihr euren Hof im Alleingang oder kooperative Multiplayer aufbaut, eure Entscheidung. Multiplayer gibt es auch, ob da mal eine Verbesserung dran ist. Keine Ahnung. Und vor allem Singleplayer, vielleicht mehr Safe Games, das wäre, wo ich sagen würde, da hätte ich feiern, vor allem als Content Creator. Man hat so viele Safe Games. Und die muss ich auch schnell umbenennen, immer, weil wir gehen in Safe Games mal aus. Geil. Kein Bock drauf. Und das Ding war aber auch schon dann circa 6 Monate, nachdem das Game rausgekommen ist. 12 Safe Games sind nicht genügend. Macht's wie Minecraft, erstellt da neue Ordner, wenn ihr neue Safe Game haben. Punkt. Weil Speicherplatz, bitte, haben wir genug. So, Upgrade für Felder und Grafik, Giants Engine 10. So, da steht es auch nicht dabei, das heißt, da können wir schon sagen, und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade hier zum Beispiel auch hier Blätter und so weiter Ding, ja, es ist einfach LS22 mit ein bisschen besser. Dass wir hierbei keinen großen Schritt zum LS22 sehen. War aber auch relativ klar, sondern dass man hierbei eher sich mehr auf diese neuen Funktionen, vielleicht Verbesserungen in anderen Segmenten konzentriert. Und es nicht unbedingt gerade, dass die Grafik meint, die muss jetzt bombastisch sein. Nein. Aber es ist trotzdem zum Beispiel hier auch gerade mit dem Nebel her, ist geil, fühle ich. Wenn es ja auch dann eben so ist, Blätter und so weiter Ding, die schauen einfach tot aus. Sagen wir so, die schauen hingepickt aus und fertig. Das ist noch immer das, was ein bisschen schier so stört. Was zum Beispiel bei GTA zum Beispiel als Beispiel überhaupt nicht der Fall ist. Dort merkt man die Bäume, die könnten lebendig sein, bis auf dass der Stamm halt hart ist. Gut, im LS auch. War es da mit 200 km/h mit dem Auto dagegen? Das Ding hat keine einzige Delle. Gut. Ist aber auch ja nicht dafür gedacht. Fühlt euch Felder und Natur dank einer technischen Upgrades näher verbunden mit verbesserter Grafik und Physik, basierend auf der neuen und modding-freundlichen Giants Engine 10. Da kommen wir schon am Modding-freundlichen. Heißt, können wir auch endlich mal auf das Backend, auf der Engine als Modder zugreifen. Das wäre geil. Da kann ich mir auch schon geile Mods vorstellen. Also ich bin jetzt schon ein bisschen gehypt damit. Das hätten sie jetzt schon viel länger irgendwie so Mod-Freundlichkeit und so weiter machen sollen. Aber ja, gut. Lieber später das Team.
Daran nur Distance Fog, verbesserte Schatten, dynamische Wettereffekte, Bodenverformung und mehr. Das romantische Leben virtueller Landwirtschaft wird es noch immersiver und stimmungsvoller. Also frage ich mich natürlich, ob das Ganze mein PC schafft. Ich selber bei einem 3060 Ti, beim LS22 geht. LS22 Plus aufnehmen habe ich bis dato jetzt keine gravierenden Probleme, solange es keine 16-fach-Karte ist. Beim 25 sind die Anforderungen auch etwas höher. Das würde ich aber sagen, schauen wir uns irgendwann mal anders an. Mache ich ein eigenes Video dazu, weil ich schon wieder bei 10 Minuten. Gern. Mehr Details in Kürze. Wir haben hier aber noch ein paar Bilder, die zu beordnen stehen, sondern das, so schaut auch das Game aus. Ich sag mal so, ja, da, die Qualität hier, es ist game-technisch einfach. Also da, wenn man halt diese Effekte hier nicht unbedingt hat, so, weil man sieht hier zum Beispiel, da schaut es besser, oder da finde ich schon auch besser, als eben hier vorne, diese Effekte mal nicht hat, so, dann wäre es vielleicht ein bisschen geiler, sogar meiner Meinung nach. Hier, ja, hier haben wir sonnenproblematisch, hier mit den Erkennen wirklich so, dennoch ist es einfach geil. Also ich würde sagen, es ist LS22 halt der Spur besser, so. Das wäre halt so meine Dinger halt so. Doch immer hier vor allem merkt man es extrem viel zu hell das Ganze. Hier aber auch eben so, hier würde ich sagen, hier passt es von der Qualität so ungefähr her. Wobei ein bisschen dünkler könnte noch sein, dann wäre es eher mehr realistisch, hätte ich gesagt. So, kommt zur Farmcon. Ich bin selber mit am Start. Ich werde zwar wahrscheinlich noch ein eigenes Video dann machen. Ah, auf jeden Fall eben 6. 7. Juli dementsprechend und hier unten haben wir noch einen süßen Büffel. Gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal rauf. Dazu muss ich noch vor kurz hier meinen Kopfhörer aufsetzen. Und zwar, wir gucken uns mal den Cinematic-Trailer an der Stelle. Dann gucke ich mal ganz kurz, ob hier Audio läuft. Audio läuft natürlich nicht. Deswegen. Bum, so, das da fertig. Let's go. So, jetzt haben wir aber das Audio. Genau. Und das gucken wir uns jetzt hier einfach mal schön an, hätte ich gesagt. Rated E for everyone. So, dabei ist vielleicht das Ganze ja weg. So, Cinematic Trailer. Wieder das ganze Start vom LS22 gewohnt. So. No actual gameplay, das ist mir klar. Farmers know farming isn't hard. Like life, we know it can be hard. Das ist eh nicht. So. And it can be surprising too. Büffel. Ich liebe die Büffel jetzt schon. Sometimes it's about being at the right place at the right time. Das ist aber nicht die Game-Qualität, weil das wäre viel zu schön. Und vor allem leistungstechnisch ein Horror. Hier sieht man schon mal, wie das funktionieren könnte eben. A wise man once said that the best lessons are learned under the wide open sky. I think the same thing can be said about our art. Wenn vielleicht sowas wirklich gibt, damit Wasser zum Berg, geil, aber denke ich mal wahrscheinlich eher weniger. Wenn es so ein Motorrad auch kommen wird, wäre es auch geil, ehrlich gesagt. Also ich bin wieder etwas gehypt auf dem LS25. Das wird geil werden wieder. Farming Simulator in die Fall. Okay, geht noch weiter. Reis. Auf was sich eigentlich alles bezieht, denke ich mal, so Reis-Thematik her. Hey, this is pretty good. Yeah, it's pretty darn good. Is it missing something? We will November 12th. Pre-order now. You're too cute, T. Maybe some fresh spinach for a change? So. Nice, aber. Ist wirklich nice, ehrlich gesagt, Chat. Chat sagt jetzt schon. YouTube. Ich bin auf YouTube, ich bin nicht live auf Twitch. Aber ja. Wird also geil werden, würde ich behaupten, sogar. Und wenn ihr natürlich nicht mehr LS25 News verpassen wollt, dann
Alle 25 umgewöhnen, jetzt nicht alle 22 zusammen. Auf jeden Fall alles 25 News, neue Playlist bei mir am Start. Ich werde euch wieder mit allen möglichen Infos diesbezüglich bombardieren, informieren und das immer wieder. LS habe ich angefangen, ist gehört nochmal zu meinem Kanal, ob ich will oder nicht. Aber ich sehe es ja trotz, ich habe Bock auch auf mein LS, so deswegen, ja. Auf jeden Fall, dann gerne ein Abo, Like hast und Glocke aktivieren, um dementsprechend nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann dementsprechend, wenn es wieder heißt, LS 25 News oder andere LS-Themen oder generell andere Gaming oder andere Videos hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, haut's rein, ich bin raus und sag ciao, 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 ciao.